herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Maske, die ist diesmal von Rewe. Die hat 79 Cent gekostet. Ich gucke nochmal. Ja, 79 Cent. Das ist einmal die Tuchmaske. Ja, eine Tuchmaske ist es diesmal von Tote Day. Tuchmaske Aqua. Für jede Hauttyp ist die. Ich zeige sie euch erstmal. Das ist einmal die hier. Ja, hier ist nur eine Tuchmaske drinnen. Jetzt habe ich es. Erfrischen die Haut mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Rezeptur ohne Mikroplastik steht hier. So, für was soll diese Tote Day Tuchmaske Aqua wurde speziell entwickelt, um müde Haut mit einem softigen, frischen Kick zu beleben. Die Formel mit Aloe Vera, Panthenol und Hyaluronsäure versorgt die Haut nachweislich und langanhaltend mit Feuchtigkeit, also eine feuchtigkeitsspendende Maske. Wirksamkeit 24 Stunden Hautfeuchtigkeit. 24 Stunden Hautfeuchtigkeit. Die Tuchmaske entnehmen, auf die gereinigte Haut auflegen, nach ca. 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit abnehmen, verbleibende Rückstände sanft einmassieren. Hinweis: Maske ist nicht wiederverwendbar. Nach dem Öffnen unbedingt verbrauchen. Hautverträglich, dermatologisch getestet. Steht noch hier hin. Oh, ich habe irgendwas im Auge heute. So, dann wollen wir die mal ganz kurz kleben und dann wollen wir die mal öffnen, die schöne Maske. Oh, die ging aber leicht öffnen. So, gehen die immer so schwer. Riechen? Nö, nach Aloe Vera. Nö, nicht so wirklich. Das mal. Ich hole mal noch das restliche Zeug raus. Hier ist noch so viel gerade noch drin. Das holen wir nachher gleich nochmal raus, wenn die Tuchmaske drauf ist. Also die hat auch kein Muster. Jetzt wollte ich die erstmal versuchen zu öffnen. Geht die jetzt auf? Erstmal eine Öffnung finden. So. Ah, jetzt habe ich sie. Verkehrt rum natürlich. Die ist auch schön überall reingeschnitten. Das finde ich schön. So. Ich habe heute meine... Die Augen finde ich auch schön, dass sie schön groß sind. Also das Augenloch. Auch alle schön einzeln aufgeschnitten. Hier unten auch. Ein bisschen ist sie groß, aber das ist ja normal. Jeder hat ja ein unterschiedliches Köpfchen. So, sollen wir das hier nochmal befestigen, ein bisschen runterziehen, dass es nicht so straff ist. Ich habe heute meinen Haarreifen vergessen. Toll. Schön. Also, die Tuchmaske ist sehr getränkt. Auf jeden Fall. Also schön ist sie getränkt, hat auch richtig viel Serum drauf. Ich hole mal noch das Restliche aus der Verpackung raus. Noch ein bisschen hier unten. Ein bisschen an die Nasen, ein bisschen hier unten. Ja, jetzt ist ja alle. Also, Feuchtigkeit hat es auf jeden Fall. Ein bisschen groß ist sie für mich, aber jeder hat ja auch unterschiedliche Gesichts. Manche haben ein größeres Gesicht, manche ein kleineres. Aber ich finde auch schön, dass sie hier überall offen ist. Aufgeschnitten hier mehrere. Ja. Also, ich finde sie schön. Jetzt nicht so viel Serum wie bei Action jetzt, dass man sagt, okay, man hat so viel noch, dass man hier unten noch alles voll macht.
Aber trotzdem hat sie sehr viel Feuchtigkeit. Hier brennt es ein kleines bisschen, hier so. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nun vom Abschminken ist, weil ich mich gerade abgeschminkt habe und mein Gesicht gereinigt hatte. Ob das jetzt davon nur ist oder... Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja. Aber es kann wirklich sein. Genau. So, jetzt lassen wir die 10 bis 15 Minuten drauf. Ich lasse hier immer die Maske ein bisschen länger drauf. Augenpartie ist auch richtig schön gemacht worden. Nicht so klein gehalten. Jo. Habt ihr eigentlich auch schönes Wetter heute? So extrem schönes Wetter. Bei uns scheint die Sonne. Aber man braucht trotzdem noch so eine dünne Strickjacke noch drüber. Aber sonst ist es draußen so schön warm und schön. Die Sonne kommt. Ja, genau. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben. Also, die Zeit ist jetzt noch nicht um. Ich wollte euch aber nur sagen mal, das ist die einzige Maske, die wirklich hier ein bisschen kribbelt. Also ganz kleines bisschen hier so kribbelt. Ich wollte nicht, warum. Das ist meine allererste Maske, die so ein bisschen kribbelt mal. Aber es ist noch angenehm, das Kribbeln. Es tut jetzt auch nicht so doll weh, jetzt so ein ganz kleines bisschen. Aber sonst muss ich sagen können, nee, ich muss die jetzt sofort abmachen, ist nicht, nö. Genau. So, meine Lieben, also die Maske ist hier unten so leicht trocken, hier so. Und an der Nase so ein bisschen leicht trocken hier und hier. Also hier kribbelt das immer noch so am Auge. So ganz leicht nur, aber Feuchtigkeit hat sie hier, hier überall noch. Außer jetzt hier ist trocken und hier. Das ist aber normal, wenn man die ein bisschen länger drauf lässt. Aber das Prickeln, das hat manchmal ein bisschen genervt, finde ich. Ich massiere das nochmal schnell jetzt ein. Auch ein bisschen an den Augen. Den Nasen noch mal richtig schön. Den Kinn. Also ich fand die Maske soweit eigentlich gut. Aber das Kribbeln irgendwann, das ging ein bisschen auf den Nerv. Sie hat schön gekühlt, auch hier oben und überall. Aber hier hat das bei mir überhaupt nicht aufgehört. Jetzt immer noch nicht. Hier kribbelt das immer bei mir noch hier so ganz leicht hier so. Ich weiß nicht, ob das normal ist durch die Maske. Also die ist auch sehr klebrig. Sehr fest, wenn ich auch ein bisschen. Soll doch nur Feuchtigkeit abgeben oder legt die auch Spannungen drauf? Also wenn die echt Spannung drauflegen sollte. Ein sofortiges frisches Kick. Ja, frisch sieht's aus. Kleben tut auch noch ein bisschen, aber das ist bestimmt normal. Überall. Weil das ja mal richtig einziehen muss, noch in die Haut. Dann habe ich jetzt schon fast 2 Wochen. Der will irgendwie nicht so ganz weg. Aber der will, geht langsam. Langsam geht's weg. Der kleine Fröschdachsaun. Ja, also schön Vase. Hier unten, hier hat es immer so leicht geprickelt noch hier so nochmal am Auge. Das fand ich immer ein bisschen blöd, weil ich so schön meine Augen so gemacht habe, ein bisschen in den Sofa entspannt habe. Das ist immer so gekitzelt oder so gekrabbelt, also nicht gekrabbelt, aber so ganz leicht, ja, viele sagen wehgetan, aber wehgetan hat sich wirklich so extrem, sonst hätte ich sie sofort abgemacht auch mit euch zusammen. Nee, aber es hat so geprickelt hier so, ein bisschen so gepikst, so ganz, ganz mini leicht nur so. Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das so schön dann, aber es fühlt sich auch übelst so fest an die Haut.
kleben tut sie. Die fühlt sich irgendwie straffer an. Habe ich das Gefühl, hier auch hier oben richtig so straff. Okay, also das finde ich gut, wenn die so ein bisschen straff noch zieht und so alles. Finde ich das gut. Ich würde die Maske von Rewe, die Todai Tuchmasse Aqua, würde ich von 5 das Kribbeln abziehen. So eine 3 geben, ja. So 3. Eine 3, ja, so eine 3. Eine 3 würde ich geben. Die war auch sehr erfrischend gewesen, gibt auch Feuchtigkeit ab, auch ein bisschen Spannung gibt sie hier ab, sehe ich hier so, seht ihr? Ein bisschen Spannung, das finde ich toll. Das Kribbeln fand ich nicht so toll am unterm Auge. Ja, sonst war sie sehr in Ordnung gewesen. Kann ich echt nur sagen. Also empfehlend ist es. Ich weiß nicht, ob das bei jedem dann hier so unten so leicht kribbelt oder ob das jetzt nur bei mir war. Aber rot ist aber nichts geworden jetzt hier bei mir, sonst wird das rot bei mir hier werden, extrem. Aber ist ja nichts. Deswegen, genau. Aber nach Kaufprodukt ist es auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das beim zweiten Mal auch dann wieder so kribbelt. Schön kühl ist er auch gewesen, also im Gesicht. Mein Gesicht ist immer noch so leicht kühl. Ja, ich würde so eine 3 plus geben, so eine 3. Fast zu einer 4, so halb würde ich geben. Nicht 3 plus, genau. Fast zur 4 würde ich sagen. So schlecht war die ja auch nicht, genau. Also ich würde sie vielleicht nochmal kaufen. Und nochmal ausprobieren, ob es wirklich das nächste Mal wirklich nochmal so ist oder jetzt nicht. Aber sonst ist es ein Kaufempfehl für mich, finde ich. War auch sehr viel Serum drin. Kann man echt nicht sagen. War auch schön leicht aufzutragen, also aufs Gesicht drauf zu machen. Ja. Ich sage, wenn ihr Rewe habt, könnt ihr sie gerne mal ausprobieren. Die kostet 79 Cent, hatte ich gesagt. Ja, 79 Cent. Da kann man wirklich nicht meckern. Genau, schön erfrischend. Genau. So, ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Maskenvideo. Also mir gefällt der Blick so. Das Klebrige geht auch wieder weg, siehst du da? Seht ihr da? Geht auch ganz leicht weg, weil das jetzt schön einzieht in die Haut. Ja, meine Haut hat eigentlich ein bisschen mal Feuchtigkeit gebraucht, so ein bisschen. Ich würde jetzt auch noch keine Creme drauf machen, das würde ich erst ein bisschen warten, ist meine Meinung. Weil wenn ich die Tuchmasken drauf mache, mache ich meistens erst mal später dann die Gesichtscreme drauf oder die Abendscreme, wie ihr wollt. Genau, erst später drauf, weil ich das erstmal noch schön einziehen lasse in meine Haut und dann später erst das dann drauf mache. Genau. So, ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wenn ihr mal diese Maske ausprobiert habt, dann könnt ihr es gerne mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie die Maske bei euch vielleicht war. Genau, jeder hat ja eine andere Meinung zu den Masken. Oder Tuchmasken, so gesagt. Genau. Und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Video. Tschüss.